Ja, ich weiß, dass alle sehr müde sind. Ich selbst bin auch müde. Einiges von dem, was ich sagen wollte, und das war eine ganze Menge, ist schon gesagt worden. Ich werde versuchen, das, soweit es geht, abzukürzen und gleichzeitig Ihnen einige Bilder zeigen. Oder? Ein Zuckerschnitt. Dankeschön. Dankeschön. Gut. Das ist eine der ersten Plakate, die ich gesehen habe, als ich nach Deutschland kam, 1970. Jeder von uns, der die ersten Momente und die ersten Tage des Militärputsches in Griechenland miterlebt hat, trägt seine eigenen Erinnerungen und seine eigenen Gefühle. Für die Journalisten von damals, zu denen ich als junger Volontär gehörte, lassen sich die Erinnerungen von damals in einem Wort zusammenfassen: Zensur. Bereits in der Nacht des Putsches stürmten bewaffnete Militärs in die Redaktionsräume der Printmedien und des damals noch jungen griechischen Fernsehens und kontrollierten jede Bewegung der Journalisten. Der Ausnahmezustand, der an jenem Freitag, den 21. April, ausgerufen wurde, hier ist die offizielle, die Regierungsgazette, bedeutete die Außerkraftsetzung einer Reihe von Artikeln der griechischen Verfassung. Die persönlichen Freiheiten wurden ausgesetzt und der Belagerungszustand auferlegt. Dies ermöglichte der Polizei und den Militärbehörden, andersgesinnte, für das Regime gefährliche Personen ohne gerichtlichen Beschluss zu verhaften und auf abgelegene Felseninseln zu deportieren, so auch eine große Zahl von Journalisten. Die politischen Parteien und eine Reihe von Organisationen wurden aufgelöst. Diejenigen Gewerkschaften, die nicht aufgelöst wurden, bekamen neue, den Militärs hörige Vorstände. Vor allem jede Meinungsäußerung wurde zensiert. Die Obristen setzten die Zensur als Werkzeug zur Überwachung der griechischen Gesellschaft ein. Wenige Tage nach der Machtergreifung wurden im Generalsekretariat für Presse und Information in Athen zahlreiche Kontrollausschüsse eingerichtet, zuständig für Kino, für Theater, Musik, Buch- und Presseverlage. Am Tag nach dem Putsch, am Samstag, dem 22. April, übermittelte das Generalsekretariat Anweisungen an alle Zeitungen, nach denen nichts veröffentlicht werden durfte, ohne zuvor von dem zuständigen Ausschuss zensiert worden zu sein. Bis zum Stadtstreich gab es in Griechenland 14 Tageszeitungen. Die beiden linken Blätter Avi und Demokratiki Allagi wurden verboten, die Büroräume konfisziert, das Archiv der Zeitungen weggetragen. Die Zeitungen der konservativen Verlegerin Eleni Vlachou, Kathimerini und Messimbrini, sowie das im selben Verlag herausgegebene Magazin Ikones, wurden von der Verlegerin aus Protest gegen die Zensur geschlossen. Kathimerini gelingt es jedoch, in der für den 21. April vorbereiteten Ausgabe, die schon im Druck war, als die Panzer rollten, einen ersten kurzen Bericht zu drucken. Um 2 Uhr morgens stand dort, ist ein Stadtstreich ausgebrochen. Bedeutende Politiker wurden verhaftet. Die Zeitung sprach von einer unübersichtlichen Lage und von Informationen über die Verhaftung von Politikern und die Besetzung von Ministerien und Radiostationen durch bewaffnete Soldaten. Diese Kathimerini-Ausgabe erreichte allerdings nicht mehr ihre Leser.
Zwei Zeitungen, die das Regime unterstützen, Eleftheros Kosmos und Estia, erschienen als einzige sogar am Tag nach dem Putsch, während Zeitungen des politischen Zentrums wie Tanea, Tovima, Athinaiki, die bis dahin zu den auflagenstärksten Blättern gehörten, erst einen Tag später konnten wieder die Zeitungskioske erreichen, zensiert. Hier ist die erste Ausgabe von Tanea. Auf der Titelseite steht: Die Armee verhinderte das Blutvergießen. Die Junta setzte unter anderem nicht nur Artikel 14 der Verfassung außer Kraft, der die Freiheit der Presse, des Denkens und der Meinungsäußerung garantierte, sondern setzte gleichzeitig ein Gesetz von 1912 über den Belagerungszustand wieder in Kraft, auf dessen Grundlage das Regime die Veröffentlichung jeglicher Art von Informationen in Tageszeitungen und sonstigen Drucksachen zu verbieten berechtigt war. Sie hat sogar das Recht, Tageszeitungen und Zeitschriften ganz zu schließen. Inhalte, Titel, Fotos, auch Werbetexte werden von nun an vor der Veröffentlichung von der Zensurbehörde kontrolliert. Die Auflage der Zeitungen sank in den ersten Monaten der Diktatur dramatisch. Zum einen, weil die Pressezensur aus fast allen Zeitungen langweilige Verlautbarungsblätter der Obristen machte, und zum anderen, weil die Leser den dem Regime nahestehenden Blättern wie Eleftheros Kosmos kein Vertrauen schenkten, wie die Diktatoren gehofft hatten. Auf sie entfielen damals nicht einmal 9% des Tageszeitungsverkaufs. Die meisten der nicht hundertfreundlichen Blätter versuchten diese Phase zu überleben, indem sie zum Beispiel die Sportberichterstattung ausweiteten, Gesellschaftsthemen mehr Raum gaben, Themen der Weltgeschichte aufgriffen und in Serien behandelten, sich den politischen Entwicklungen in der Region, wie etwa dem Sechstagekrieg zwischen Israel und Ägypten, breite Berichterstattung widmeten. Aber auch in dieser Phase der totalen Kontrolle herrschte ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Redaktionen und Zensoren, die in ihrer Unsicherheit und in ihrem Unwissen oft hinter harmlosen Ausdrücken und Überschriften Kritik gegen das Regime oder kommunistische Propaganda entdeckten. Ich war damals Volontär bei der Tageszeitung Ethnos in Athen und erinnere mich sehr gut, dass wir zu fast jedem dritten Bericht, den wir den Zensoren vorlegen mussten, einen Ersatzbericht fertig haben mussten, um bei etwaigen Beanstandungen den Platz im Blatt gleich wieder füllen zu können. Das Spiel mit dem Feuer nahm eine neue Dimension und eine neue Form an, als 1969 die Junta die präventive Zensur wegen der scharfen Kritik des Auslands aufhob. Die Situation wurde für die Zeitungen noch schwieriger, weil sie jetzt selbst ein 1970 noch verschärftes Pressegesetz anwenden mussten. Im Grunde wurde den Zeitungen eine Selbstzensur auferlegt, die noch mehr Gefahren für die Verlagshäuser beinhaltete als die präventive Zensur. Die nicht hundertfreundlichen Zeitungen fanden jedoch Möglichkeiten, sanfte, aber vom Leser erkennbare Kritik an dem Regime zu üben und kritische Informationen vor allem aus dem Ausland weiterzugeben. Sie veröffentlichten zum Beispiel ausführliche Protokolle der Prozesse gegen Regimegegner, durch die der Leser über die Misshandlung der Angeklagten erfuhr oder die politische Auseinandersetzung mit der Junta erlebte. Ethnos zum Beispiel veröffentlichte die ausführlichen Protokolle der Debatten über Griechenland im amerikanischen Kongress und ersetzte mit drei Punkten scharfe Kritik gegen die Obristen.
Wobei, wie der damalige Chefredakteur der Zeitung Janis Kapsis einmal sagte, der Leser sich schnell daran gewöhnt hat, selbst die ausgelassenen Passagen beim Lesen zu ersetzen, sogar mit oft noch schärferer Kritik als der ursprünglichen. Eine besondere Funktion übernahmen die Haupttitel auf der Frontseite der Zeitungen, die oft zu Protestplakaten wurden, indem sie von mutigen Kioskbesitzern von dem Kiosk aufgehängt wurden. Immer wieder mussten Handlanger des Regimes die Kioskbesitzer zwingen, die Zeitungen abzuhängen. Man spielte mit den Lettern und der Zweideutigkeit der Begriffe. Man sandte über die Zeitungstitel Botschaften an die Leser und die Leser verstanden sie. Mit der Zeit entwickelte sich ein Verständigungscode zwischen der Zeitung und dem Leser, erklärte Kapsis. Ich zitiere hier kurz einige Titel, die ich aus jener Zeit im Kopf habe. Freiheit und Demokratie in Riesenlettern und darunter riefen die Demonstranten in Prag. Die Studentenrevolte nimmt große Ausmaße in Spanien. Ein harter politischer Kampf gegen die Regierung beginnt in Pakistan. Unruhe breitet sich unter den Militärs aus in Italien. Alle Diktatoren leiden unter Paranoia. UNESCO spricht über sein neues Theaterstück. Einzige Lösung: Parlamentswahlen, betont der türkische Ministerpräsident. In dieser Phase setzen einige Zeitungen die politische Karikatur als Waffe gegen die Zensur ein. Einer der wichtigsten Karikaturisten war und ist immer noch Kostas Mitropoulos, der für die Zeitungen Tanea und Tovima täglich die Zensoren zum Wahnsinn trieb und das Volk unterhielt. Das von den Obristen gehasste Wort Eleftheria, Freiheit, ist für ihn immer ein zentrales Wort gewesen. Hier einige Beispiele. Der amerikanische Botschafter verlässt Griechenland. Ein Bürger ruft ihm zu: Fliegen Sie nach New York, Herr Botschafter? Grüßen Sie die Freiheitsstatue. Eine weitere Karikatur: Zwei Männer sitzen auf einer Parkbank, der eine schläft. Auf der Titelseite der Zeitung, die neben ihnen auf der Bank liegt, steht der Titel: Die Schiffe sind wieder frei, um auszulaufen nach einigen Tagen stürmischer See. Ein dritter Mann nähert sich, der Mann auf der Bank ruft ihm zu: Wecken Sie ihn bitte nicht auf, er träumt, er sei ein Schiff. Eine andere Anekdote aus dieser Zeit. Das Presseministerium schickte, wie bereits erwähnt, immer wieder den Redaktionen offizielle Ankündigungen, die sie veröffentlichen mussten. Als die Ankündigung über das Erscheinen des dritten Bandes der Reden des Diktators Papadopoulos Pistevu kam, veröffentlichte die Zeitung Tovima ordnungsgemäß den Text eingerahmt. Direkt darunter druckte aber die Redaktion den Bericht eines Mitarbeiters über pädagogisch nicht zu empfehlende Kinderbücher, der den Titel trug: Eltern, pass bitte auf, welche Bücher ihre Kinder lesen. Ein weiterer Einfall einer Zeitung. Zum Osterfest veröffentlichten alle Zeitungen gezwungenermaßen Fotos vom Besuch der drei Putschisten Papadopoulos, Patakos, Makarezos in den Kasernen. Eine Athener Zeitung veröffentlichte ein Foto der drei Obristen auf der Titelseite am Ostersonntag beim Tanzen. Über dem Bild stand die Schlagzeile: Das letzte Osterfest ihres Lebens. Der Titel bezog sich auf die Verkehrsopfer, die während der Osterfeiertage bei Unfällen ums Leben gekommen waren. Der entsprechende Bericht war aber im Innenteil der Zeitung zu lesen.
Dass die Zeit der Selbstzensur nicht ungefährlich war, belegen die Verfolgung von Redakteuren und Verlegern und die Schließung von Zeitungen. Markante Beispiele sind die Schließung der linksliberalen Tageszeitung Ethnos 1970 und die Verurteilung von Chefredakteur und Verleger zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe. Nachdem die Zeitung ein Interview mit dem früheren Minister Ioannis Sigdis veröffentlicht hatte, in dem er für die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit plädierte. Oder die Beschlagnahme und spätere Schließung, der konservativen Zeitung Vladimir, weil sie einen Brief des im Exil lebenden früheren Ministerpräsidenten und späteren Staatspräsidenten Konstantinos Karamalis veröffentlichte, in dem er scharfe Kritik an der Junta übte. Eine interessante Anekdote zu diesem Vorfall. Die Tageszeitung Thessaloniki in Thessaloniki-Stadt erhielt damals auch das Karamalis-Statement und wollte es veröffentlichen, als die ersten Informationen über die Beschlagnahme von Vladimir in Athen die Redaktion erreichten. Der Verlag verzögerte daraufhin die Auslieferung des Blattes und veröffentlichte das Statement von Karamalis mit dem Zusatz, wie die Vladimir berichtet. Die Zeitung Thessaloniki wurde so, anders als die Vladimir, nicht beschlagnahmt und Karamalis Kritik erreichte doch noch die Leser. Neben der Zensur benutzte das Regime eine ganze Palette von weiteren Maßnahmen, um die nicht hundertfreundlichen Zeitungsverlage zu drangsalieren. Dazu gehörten Besteuerung des Druckpapiers, der Ausschluss von Bankkrediten und von der Vergabe von Bekanntmachungen des öffentlichen und staatlichen, der öffentlichen und staatlichen Organisationen, die immer eine wichtige Einkommensquelle für die Zeitungen gewesen war. Die Junta griff sogar in die Verteilung von den Zeitungen ein, insbesondere auf dem Lande, und zwang die Grossisten, die ihnen nicht genehmen Zeitungen nicht an die Verkaufsstellen zu liefern und zurückzuschicken. Einige Worte zu der Widerstandspresse. Bereits in den ersten Monaten der Militärdiktatur erschienen im Untergrund die ersten illegalen Schriften in Form von Zeitungen, Broschüren, Pamphleten und Infoblättern. Über 300 Titel registriert das Archiv für zeitgenössische Sozialgeschichte in Athen in dieser Periode. Diese illegalen Blätter kursieren von Hand zu Hand und waren eine wichtige Informationsquelle für die Bürger. Sie sind immer noch eine einmalige Quelle für jeden Interessierten wegen der Informationen, die dort festgehalten sind. Die wenigen Blätter, die vor allem in den ersten Jahren der Junta im Inland erschienen sind, retteten eine ganze Reihe von Informationen, Verhaftungen, die von der Polizei nicht bekannt gegeben waren, Informationen über Folterungen, Junta-Skandale, Informationen von Anti-Junta-Aktionen, die keinen Platz in den zensierten griechischen Zeitungen finden würden. Oft versteckt in Junta-freundlichen Drucksachen oder harmlosen Schriften erreichten die illegalen Blätter auch das Ausland und ihre Berichte erschienen damals in den in vielen Ländern herausgegebenen Widerstandsblättern wie der Athen Press Libre in Paris, Greek Observer in London, Greek Report in Amerika, Hellenic Review in den Staaten oder auch griechische Dokumente und Informationen, Demokratia in Deutschland. Diese Blätter haben entschieden zur Information der Weltöffentlichkeit über die wahre Situation in Griechenland beigetragen. Sie enthüllten die Lügen und die Propaganda der Diktatoren und mobilisierten namhafte Persönlichkeiten in den verschiedenen, des öffentlichen Lebens in den verschiedenen Ländern. Der größte Teil der Widerstandspresse, sowohl im In- als auch im Ausland,
ist in griechischer Sprache erschienen. Einige erschienen auch in Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch. Haupterscheinungsort ist Westdeutschland mit mehr als 60 Blättern, wie die ASCII, also die Stiftung für Sozialforschung in Athen, festgelegt hat, gefolgt von Frankreich, Italien, Großbritannien und Schweden. Ländern also mit einer größeren griechischen Arbeits- und Studentenemigration. Die meisten Blätter werden von unterschiedlichen Organisationen der Linken herausgebracht. Führende Rollen spielen Jugend- bzw. studentische Blätter wie Thurios, die Organisation Ligas Phereos, Igenias von der Demokratie Neolea Lambraki, o Digitis, der kommunistischen Jugend, oder Panspudastiki, als sich der studentische Widerstand ausbreitete. Die starke Präsenz von linken Blättern widerspiegelt die Kräfteverhältnisse in den Widerstandsorganisationen innerhalb Griechenlands, wobei noch zu berücksichtigen ist, dass die Linke eine lange Vorgeschichte und lange Erfahrung in illegalen Aktivitäten in Griechenland hatte, während Organisationen, die dem Zentrum und den Konservativen nahestanden, vor allem im Ausland eine hohe Aktivität aufwiesen. Im Gegensatz zur strengen Kontrolle der griechischen Zeitungen durfte die ausländische Presse bereits einige Tage nach dem Stadtstreich in Athen wieder verkauft werden. Die Sicherheitspolizei war allerdings fast jeden Abend unterwegs und bei den Grossisten ausländische Blätter mit mehr kritischen Berichten über das Regime aus dem Verkehr zu ziehen. Manche dieser Publikationen erreichten jedoch rechtzeitig die Kioske und mutige Kioskbesitzer hängten die demonstrativ aus. Auch die, einige der Widerstandsblätter in Deutschland, Auch die ausländischen Korrespondenten waren frei zu berichten, standen aber ständig unter dem Damoklesschwert der Ausweisung, wenn ihre Berichterstattung der Junta nicht genehm war. Die erste Korrespondentin, die wegen ihrer mutigen Berichterstattung ausgewiesen wurde, war die Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung Eva Götz. Später traf es auch den Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung Baluk Bokhov. Bokhovs Schicksal widerfuhr noch mehreren ausländischen Journalisten, die in Griechenland wegen ihrer kritischen Berichterstattung verlassen mussten, wie zum Beispiel der Korrespondent des britischen Observer Leslie Feiner oder Jane Damon von der BBC. Eine besondere Rolle spielte der Spiegel, der mit Kostas Tsatsaronis einen der mutigsten Korrespondenten in Athen hatte. Nach der Rückkehr zur Demokratie im Juli 1974 wurde bekannt, dass die Obristen, die ihn mehrmals verhaften und verhören ließen, ihm zuerst doppeltes Gehalt und dann 200.000 D-Mark angeboten hatten, wenn er den Spiegel verlasse, was er ablehnte. Solidaritätsbekundungen für das griechische Volk und Kritik gegen das Regime seitens deutscher Persönlichkeiten gab es während der ganzen Zeit der Militärdiktatur. Einige von diesen Bekundungen hatten einen besonderen Wert, weil sie im Land selbst zum Ausdruck gebracht worden sind. Das wurde schon früher erwähnt. Ich erinnere auch selbst, weil ich mich auch selbst erinnere, an den Besuch und die Rede von Günter Grass in Athen im Jahre 1970. Hier ist Günter Grass am nächsten Tag nach der Rede im Goethe-Institut, hatte eine Pressekonferenz gehalten. Und die Protestaktion von Günter Wallraff, der sich 1974 am zentralen Syntagmaplatz angekehrt und Flugblätter gegen die Militärdiktatur verteilt hat. Hier ist ein sehr interessantes Plakat von Klaus Steck zur Verhaftung von Günter Wallraff in Athen.
Dazu würde ich auch die Aktion vom damaligen Chefredakteur der Stern, Henry Nannen, zählen, der 68 demonstrativ nach Athen fuhr, um dort angeblich Urlaub zu machen und, wie er sagte, dem griechischen Volk seine Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Eine wenig bekannte Episode von Nannens Reise ist, dass sich zur selben Zeit in Athen eine von Militärs eingeladene Gruppe deutscher Politiker aufhielt. Nannen ging zum Pressegespräch mit der Delegation und stellte die vier deutschen Parlamentarier bloß, von einem Unrechtsregime eingeladen, sich von einem Unrechtsregime einladen zu lassen. Eine Aktion überschattete aber an Auswirkung alle anderen, wegen des Inhalts und des Zeitpunktes, an dem sie stattfand. Es handelt sich um den Flug des Stern-Reporters Fred Irt über die Gefangeneninsel Jaros, auf der ca. 7.100 Gegner interniert waren. Es war kurz nach der Errichtung der Diktatur im Juli 1967, als die Putschisten unverfroren in allen Richtungen behaupteten, in Griechenland gäbe es keine politischen Gefangenen und keine Gefangeneninseln. Ende Juli 1967 chartete nun der Stern-Fotoreporter Fred Irt im Libanon ein zweisitziges Flugzeug, überflog im Tiefflug die halbe Ägäis, ohne vor dem Radar der Hunde registriert zu werden, und fotografierte das Gefangenenlager auf Jaros, das es nach der Version des Militärs nicht gab. Hier ist es. Hier ist die Insel Jaros. Und hier sind die Bilder von Fred Irt. Und es gibt eine, der Fotobericht erschien im Stern am 6. August 1967 und in der französischen Paris Match und erschütterte die öffentliche Meinung in Europa. Es spielte eine maßgebliche Rolle für den Bericht der Europäischen Kommission für Menschenrechte im November 1969. Sie haben das vorhin gehört, einer Verurteilung Griechenlands durch den Europäischen Gerichtshof und der Gefahr, vom Europarat ausgeschlossen zu werden, kam Griechenland zuvor, indem es im Dezember 1969 selbst aus der Organisation ausschied. Der griechische Historiker Tassos Vournas, selbst Gefangener in dieser Zeit auf Jaros, hat in einem seiner Bücher beschrieben, wie die Lagerinsassen den Flug des Sternflugzeuges erlebt haben. Darf ich das kurz vortragen? Es war in den letzten Julitagen, als eines Tages, so gegen 11 Uhr vormittags, bei starkem Nordwind ein kleines rotes zweisitziges Flugzeug über das Lager auftauchte. Wir sahen, wie der starke Wind es wie ein Kinderspielzeug hin und her schleuderte. Anfänglich flog es in einer Höhe von ca. 500 Metern, kam aber dann langsam herunter und flog direkt über unsere Köpfe in etwa 30 Metern Höhe. Wir sahen klar die beiden Besatzungsmitglieder. Zufälligerweise hatte die Lagerleitung eine Stunde bevor das Flugzeug auftauchte, per Lautsprecher verkünden lassen, dass diejenigen, die im Meer baden wollten, runter zum Ankerplatz gehen durften. Viele haben davon Gebrauch gemacht und in kürzester Zeit füllte sich das Meer vor dem Gefängnistrakt mit Badenden. Auf dem anderen, ja, hier vorne kann man das sehen. Als nun das Flugzeug auftauchte, dachten wir gleich an einen Komplott der Hunde. Dass wir nämlich mit Absicht zum Baden geschickt worden sind, damit man uns fotografiert und die Fotos im Ausland zeigt, als Antwort auf die internationale Kampagne gegen das Lager auf Jaros und sagt, guckt mal, wie schön sie es haben,
und dass sie mehr baden können, während wir armen Schweine ins Wasser gingen, um uns mit dem Salzwasser zu waschen, da es im Lager kein Wasser gab. Wir merkten zwar eine gewisse Unruhe unter den Wächtern, aber das Flugzeug wiederholt über, als das Flugzeug wiederholt über uns flog und Fotos machte und einige Dachwachen haben versucht, mit einem männlichen Gewehr darauf zu schießen, was natürlich unmöglich war. Wir selbst glaubten dennoch, dass es gedungen war. Die Jahresfotos von Fred Yard gingen um die Welt und wurden zu World Press Fotos des Jahres 1967 neben Bildern aus dem Vietnamkrieg. Fred Yard war ein leidenschaftlicher Fotoreporter und Griechenland-Freund. Ich hatte selbst das Privileg, ihn in den ersten 100 Jahren als junger Journalist in Athen als Dolmetscher begleiten zu dürfen. Wie ging jetzt die Junta mit den Medien in Deutschland um? 1976 veröffentlichte der Spiegel einen Bericht über die Propagandapolitik des Militärregimes und warf eine Reihe von Journalisten deutschen Medien vor, Einladungen der Athener Junta zu reisen nach Griechenland angenommen zu haben, um sich auf Kosten der Junta ein eigenes Bild, wie es in den Einladungen stand, von deren Vorzügen zu machen. Das ist die Liste mit Namen, die der Spiegel veröffentlicht wurde. Es gab längere Gegendarstellungen von allen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir die Liste auch selbst haben im Original, dass die Liste auch stimmt. Deutschland war für die Obristen das wichtigste Land in Europa, als NATO-Verbündeter, als Handelspartner, als Kapitalmarkt, als Bindeglied zum gemeinsamen Markt, aber auch als Herkunftsland der zweitgrößten Touristengruppe, die Griechenland jedes Jahr besuchte und lebenswichtige Devisen brachte. Dazu kam, dass in Deutschland die Masse der griechischen Gastarbeiter lebte, die in ihrer Mehrheit, haben wir schon gehört, hundertfeindlich waren. Außerdem kam aus Deutschland jeden Abend über den griechischen Dienst der Deutschen Welle scharfe Kritik an die Machenschaften des Regimes, die Millionen griechische Haushalte erreichte, während die griechische Gastarbeitersendung des Bayerischen Rundfunks, die WDR-Ausländersendung bzw. die wöchentliche Sendung im Hessischen Rundfunk Rendezvous in Deutschland, denn in Deutschland lebenden über eine halbe Million Griechen, unzensierte freie Information aus der Heimat lieferten. Also beauftragten die Propagandisten der Junta eine Londoner PR-Agentur, die Agentur Fraser & Fraser, mit der Operation der Beeinflussung der europäischen Presselandschaft. Der Chef der Agentur, Maurice Fraser, flog in wenigen Monaten 78 Gäste, darunter 45 Journalisten aus Westeuropa, gratis nach Griechenland, damit sie dort auf Kosten des Militärs ein eigenes Bild machen können. Dazu zählten auch 23 Parlamentsabgeordnete, unter ihnen 6 aus der Bundesrepublik. Auf Regierungskosten fuhren auch Ehefrauen oder Söhne mit, von Junta-Chef Georgios Papadopoulos mit allen Ehren empfangen. Die deutschen Bundestagsabgeordneten, darf ich die Namen vielleicht sagen, die sind auch bekannt, Lambert Huis, Hans Toussaint und Josef Stecker von der CDU, sowie Siegfried Zoglmann und Josef Ertl, der spätere Minister, ne, von der CSU, und Werner Kubica von der FDP. Nur die SPD hatte dankend abgelehnt. Die Hochstimmung verflog, schrieb damals der Spiegel, als deutsche Korrespondenten
unter ihnen Henry Nannen, die Werbereisenden peinlich befragten. Zwei der Abgeordneten verließen die Pressekonferenz im Athener Hotel King George vorzeitig und beleidigt, nachdem Journalisten von Korrumpierung gesprochen hatten. Die Zusammenarbeit der Militärs mit Maurice Fraser dauerte nur ein Jahr. Sie endete abrupt, als die Praktiken der PR-Agentur in Großbritannien in die Öffentlichkeit gerieten. Die Aufgabe, die internationale Öffentlichkeit über die Fortschritte Griechenlands unter der Regie der Militärs aufzuklären, übernahmen dann die Presseabteilungen der griechischen Botschaften und Generalkonsulate, denen ein für die damalige griechischen Verhältnisse hohes Budget von über 500.000 D-Mark zur Verfügung gestellt wurde. In der Botschaft Griechenlands in Bonn übernahm die Rolle des Presseattachés in dieser Zeit ein Major des Geheimdienstes, während die Oberaufsicht der Militärattaché Oberst Peresiadis hatte. Obwohl der größte Teil der Archive der Botschaft und vor allem der Presseabteilung von den Militärs vernichtet worden sind, bezeugen Duplikate einige wichtige Dokumente, die in der Zentrale bzw. im Archiv des griechischen Rechnungshofes gefunden worden sind, nicht nur die Wahrheit der Enthüllungen des Spiegel über die Beeinflussung deutscher Medienvertreter und Parlamentarier, wie gesagt, ausschließlich aus dem konservativen Lager durch die Junta, sondern geben auch Aufschluss über die Beschattung der Aktivitäten von junta-feindlichen Arbeiter, griechischen Arbeitern und Studenten in Deutschland. Den Oberst Peresiadis und Major Assariotis beschränkten ihre Aktivitäten nicht in der Beeinflussung der Presse, wie gesagt. Mit Hilfe des Generalkonsulats gründeten sie in jedem Bundesland junta-freundliche Griechenvereine und finanzierten auch ihre Mitteilungsblätter, in denen die nationale Revolution verherrlicht wird. Hier sind zwei dieser Periodika. Die Anti-Junta-Bewegung unter den Griechen und unter der deutschen Studentenschaft war aber so stark, dass diese Aktivitäten des Regimes bald erstickten. Die Botschaft versuchte auch Gegenvereine zu den Studentenvereinen griechischer Demokraten zu gründen, beziehungsweise die vorhandenen Vereine zu vereinnahmen. Studenten wurden unter Druck gesetzt, dabei mitzumachen, mit der Drohung, das Stipendium aus Athen würde gestoppt oder sie würden zum Militärdienst eingezogen werden. Die Generalkonsulate waren von der Botschaft angewiesen, denjenigen Griechen keinen Pass auszustellen, die sich an Aktionen, an terroristischen Aktionen gegen das Regime beteiligen. Terroristisch war auch die Teilnahme an einer Demonstration gegen das Regime. Für viele Studenten, haben wir schon gehört, waren damals der Fremdenpass und die deutsche Solidarität überlebenswichtig. Bezeichnend ist, dass die in der Botschaft arbeiteten Agenten des Regimes nicht immer selbst nach deutschen Propagandisten des Regimes zu suchen brauchten. Denn einige boten von selbst der Botschaft ihre Dienste an. Meistens im Geiste des Kalten Krieges und des Antikommunismus, den jener Zeit herrschte. Filmemacher boten an, junta-freundliche Filme über Griechenland zu drehen. Parlamentarier baten um Material, um eine Pro-Junta-Anfrage im Parlament zu stellen. Journalisten boten sich selbst als Propagandisten an. Ein eklatantes Beispiel ist der Journalist und Schriftsteller Erwin Erasmus Koch. Nachdem sein Wunsch, als Berater in der Botschaft angestellt zu werden, abgelehnt wurde, weil die Botschaft keine Ausländer beschäftigt, wie es hieß, erhielt Koch 10.000 D-Mark, um ein Buch zu schreiben. Es heißt Griechenland im Umbruch und ist eine Hymne an die Junta, die das Land vor der kommunistischen Übernahme gerettet haben soll. In der zweiten
Ausgabe des Buches wettert Koch gegen den SPD-Pressedienst und gegen die linken Zeitungen, die ihm vorgeworfen hatten, bezahltes Sprachrohr der Diktatoren zu sein, und behauptet, kein Geld von der Botschaft bekommen zu haben. Hier ist ein Zitat aus dem Schreiben, das natürlich im Original vorliegt, dass Koch 3.000 D-Mark bekommen hat für eine Neuauflage, die Bearbeitung der Neuauflage des Buches. Ich will nur, damit man das vielleicht nur gesehen hat, auch ein paar Bücher zeigen, die damals erschienen sind. Die Jahre der Militärdiktatur waren auch die Jahre der Diktatur in Chile, des Vietnamkrieges, der Studentenbewegung. Die studentische Jugend war auf den Straßen und die Unis waren ein Ort der linken Rebellion. Ich erinnere mich immer noch an das Transparent, das unsere zweijährige Tochter damals bei den Solidaritätsveranstaltungen für Griechenland an der Freien Universität in Berlin im Kinderwagen trug und dessen Slogan von den Demonstranten auf dem Kudamm skandiert wurde. Der Slogan lautete: Patakos an die Wand für ein rotes Griechenland. Der Putsch weckte bei den Deutschen und vor allem bei der Studentenschaft, wie wir gehört haben, ein breites Interesse für Griechenland, das bis dahin vor allem als Kulturland bekannt war, das die deutschen Touristen gerne besuchten und das Land, das Deutschland junge Arbeitskräfte lieferte. Das Bild Griechenlands war geprägt von dem Film Sonntags nie und den Kindern von Piräus oder dem Roman Alexis Sorbas von Nikos Kazantzakis. Eine Reihe von Büchern zu Griechenland und zu der Diktatur wurden damals herausgegeben und die Entwicklungen im Land vor dem Putsch analysierten, die Verletzung der Menschenrechte durch die Junta anprangerten und in ihrer Mehrzahl die Optionen einer nach Junta Entwicklung je nach ideologischer Herkunft des Verfassers skizzierten. Die meisten der herausgebrachten Bücher wurden aus dem Englischen oder Französischen ins Deutsche übersetzt, andere wurden von Deutschen oder in Deutschland lebenden griechischen Intellektuellen verfasst. Dazu kommen Berichte von Betroffenen, herausgeschmuggelt aus den Folterzellen der Junta. Hier sind einige der Bücher. Hier ist das Buch, der Folterbericht des Luftwaffenoberst Anastasios Minis und natürlich der ergreifende Text von Professor Yorgos Mangakis, über den auch vorher gesprochen wurde, Freiheit, meine Liebe, eine Liebeserklärung an die Freiheit, aber auch eine Liebeserklärung an Europa, geschrieben in den dunklen Gefängniszellen der Diktatur. Frau Dr. Danae Kulmas hatte 1973 im Fischer Verlag das vielgeschätzte Buch »Die Exekution des Mythos fand am frühen Morgen statt« mit einer Auswahl kritischer Texte von griechischen Autoren herausgegeben, die nach Jahren des Schweigens 1973 das war für Mangakis, ja, das ist noch konkret, hatte damals eine Ausgabe herausgebracht, wo es stand Freiheit für Mangakis auf Griechisch. Hier ist das Buch von Frau Dr. Kulmas. Also das ist eine Auswahl kritischer Texte von griechischen Autoren, die nach Jahren des Schweigens 1973 drei Bände herausbrachten, die 18 Texte bzw. die neuen Texte, teilweise aus dem Gefängnis oder der Deportation herausgeschmuggelte Texte. So entstand eine umfangreiche, aber, wie Ansgar Skriver in der Zeit schreibt, leider wenig verbreitete Griechenland-Literatur. Ich habe noch mehr
hier aufgeschrieben, aber ich werde nur ein bisschen. Hier ist ein Brief von Franz Josef Strauß an die griechische Botschaft. Der Franz Josef Strauß schaltete sich damals, als Walraff in Athen diese Aktion gemacht hat und im Gefängnis saß, er schaltete sich damals beratend in den Fall ein und schlug der griechischen Regierung vor, Walraff auszuweisen, statt ihn vor Gericht zu stellen, um ihn nicht, Zitat, zu einem Märtyrer zu stilisieren. Auch die Ausstrahlung der Dokumentation von Amnesty International über das Schicksal von Eleni Bulgari, die, ich weiß nicht, ach, habe ich leider nicht. Aber hier ist eine Demonstration in Berlin, Demonstration in Stuttgart. Also diese die Dokumentation von Amnesty International über das Schicksal von Eleni Bulgari hat großen Eindruck in Deutschland gemacht und es hat hinter den Kulissen harte Kämpfe innerhalb der deutschen Sender gegeben, damit dieser Film nicht ausgestrahlt wird. Weil wir alle natürlich müde sind, ich will abschließen. Liebe Freunde, ich möchte hiermit abschließen, damit wir zum Essen kommen. Ne? Nur noch hinzufügen möchte ich einen persönlichen Satz zum Schluss, wenn Sie erlauben. Ich bin wie viele Griechen diesem Land dankbar, dass es mir damals Schutz und Geborgenheit geboten hat und mir die Möglichkeit gab, in aller Freiheit journalistisch tätig sein zu können. Ich erinnere mich mit Dankbarkeit an die Bemühungen des Bundeskanzleramtes, des Minister Wischnewski, 1973 meine Ausreise aus Griechenland zu erzwingen, nachdem mir der Pass abgenommen wurde und ich wegen antinationaler Tätigkeit, also Terrorismus im Ausland, von der Sicherheitspolizei festgehalten wurde. Und nicht zuletzt danke ich Ihnen allen für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit und vor allem Ihre Geduld. Vielen Dank.